Hallo, wir befinden uns hier auf dem Gelände unserer Schießanlage Schützenhaus Papenheide in Lobach. Wir haben also mehrere Mitglieder, die ehemaligen Lobacher, die jetzt in Holzminden wohnen oder Befern, die uns die Treue halten, fühlen sich in Lobach hier pudelwohl. Denn man bewundert immer wieder unsere schöne Anlage hier mitten im Grün und doch nicht so weit vom Ort entfernt. Wir sind natürlich bemüht, immer auch die Jugend mit einzubinden. Wenn wir alle 5 Jahre unser sogenanntes Dorffest haben, gibt es immer einen Grund, um das dann zu feiern. Dann machen wir auch ein Jugendkönigschießen, wo dann auch was sehr gerne in Anspruch genommen wird. Und dann haben wir die Jugend hier oben und die sich, wie gesagt, pudelwohl fühlen. Zu dem Ort Lobach zu sagen, es wurden in der letzten Zeit viele Häuser verkauft und es sind auch zum Glück junge Familien, die dies oder jenes Objekt gekauft haben. Und das zeigt dafür, dass der Ort Lobach auch sehr interessant ist von der geografischen Lage. Holzminden ist nicht weit, der Busverkehr ist rege. Der Anschluss ist also nach Bevern sehr bequem und einfach zu erreichen. Und ich denke, Lobach ist ein Ort, in dem man sich wohlfühlen kann. Also als Besonderheit kann man ruhig sagen, dass wir auch immer interessiert sind oder auch anderen die Möglichkeit geben, hier Familienfeiern zu machen, speziell Vereinsmitglieder oder Verwandte, die hier oben, selbst Konfirmationen werden hier gefeiert, denn die Räumlichkeiten und die sanitären Anlagen geben das alles her. Und wir freuen uns immer, wenn hier Leben ist. Das ist ja für das Schützenhaus gut und auch für die Allgemeinheit ist das von Nutzen, wenn das bewirtet wird und auch, wie gesagt, genutzt wird. Hier entsteht demnächst die ambulante Krankenpflege de Boer. Wir haben uns für den Standort Befern entschieden, weil Befern zentral liegt, weil die Gegend hier wunderschön ist und weil wir denken, es lohnt sich, in diese Region zu investieren. Wir freuen uns auf die Menschen, mit denen wir bald zu tun haben. Ich glaube an die Zukunft der Landwirtschaft. Ich glaube, dass ihre Aufgabe, Nahrungsmittel zu erzeugen, Landschaftspflege zu betreiben, Energie zu erzeugen, für die Zukunft ein ganz wichtiges Aufgabengebiet für die Landwirtschaft ist. Und zwar für die gesamte Landwirtschaft im Kreis Holzminden. Und dieser Betrieb sich sicherlich diesen Aufgaben stellen wird und sie auch in Zukunft erfüllen wird. Der Betrieb wird übrigens, das ist ein Novum, in einer GmbH geführt. Und er wirtschaftet mit einer Maschinenkooperation mit einem anderen Betrieb zusammen, weil er glaubt, dass das ganz wichtige Dinge sind, um Stückkosten zu senken und das eben ja, wie in allen Wirtschaftsbereichen eines der ganz wichtigsten Elemente und auch eben für die Landwirtschaft sein wird.